Hallo liebe Kunstfreunde, endlich ist es wieder soweit. Willkommen zu einem neuen Tipps und Tricks Video. Heute zeigen wir euch, wie man ein intelligentes Hängesystem an eure neue Kunstausstellung anbringt. Für die Aufhängung am Kunstwerk benötigt ihr Abstandhalter aus Schaumstoff. Die sehen dann später so aus, aber da gehen wir nochmal darauf ein. Schräubchen, in diesem Fall Spax-Schräubchen für Holz. Ein textiles Klebeband. Einen Galeriedraht, den gibt es auch weiß ummantelt beispielsweise. Ein Akkuschrauber, den sollte auch jeder haben. Eine Zange zum Abknipsen vom Draht, da geht natürlich auch ein Winkelschneider. Einen Winkel, idealerweise mit Zentimeterangabe, das macht es einfacher. Einen Tacker und selbstverständlich zu guter Letzt unsere Hookies. So, wenn ihr alle Materialien zusammen habt, legen wir los. Das Bild wird mit der Bildfläche auf einen Planuntergrund gelegt. Wichtig ist natürlich, dass ihr die Aufhängung an die Oberseite des Bildes schraubt, damit das Bild auch richtig herumhängt. Bitte nicht andersherum, das wäre nicht so gut. Zuallererst nehmen wir uns unsere kleinen Schräubchen und schrauben die mit einem Abstand von 15 cm. Dazu nehmen wir unseren Winkel. So, wir halten unseren Winkel, wo wir die Zentimeterangaben schon eingezeichnet haben, an den Keilrahmen. Wir wählen hier mal einen Abstand von 15 cm und schrauben unsere Schräubchen erstmal nur vorsichtig an. Dasselbe wiederholen wir dann noch auf der anderen Seite. Im nächsten Schritt nehmen wir unseren Galeriedraht. Der Galeriedraht wird jetzt um die Schrauben drumherum gewickelt, erstmal um die eine. Wichtig ist, dass der hier wirklich schön sauber drum gewickelt wird. Bei der anderen Schraube läuft das ein bisschen anders. Hier legen wir den Draht erstmal lose drum und arretieren den noch mit unserer Hand, also einfach schön festhalten. Jetzt haben wir hier nochmal unseren Winkel. Wir haben natürlich hier schon einen Abstand von 6 cm markiert. Den Winkel halten wir mittig an das Bild. Nehmen Spannung auf. Ungefähr so viel Spannung, wie das Bild später auch Gewicht hat. Und wickeln dann den Draht um die andere Bildhälfte. Oder um die andere Schraube, besser gesagt. Auch wieder hier schön sauber arbeiten. So, wenn wir das haben, kontrollieren wir hier nochmal. Wir haben exakt die 6 cm eingehalten. Das sieht gut aus. Dann können wir final die Schrauben andrehen. Erstmal auf der einen Seite, dann auf der anderen. Und achtet auch darauf, dass ihr jetzt nicht die schnellsten Modus beim Akkuschrauber wählt, sondern das eher behutsam und vorsichtig macht.
Jetzt kommt unser textiles Klebeband zum Einsatz. Auch wenn man die Rückseite des Bildes nicht immer sieht, ist es schon schöner, die Schrauben und auch den gewickelten Draht zu kaschieren. Das Klebeband hat nicht nur die optische Funktion, dass es sauberer aussieht, das verhindert natürlich auch, dass sich der Draht nicht aufwickelt und vor allen Dingen, dass der Draht nicht an der weißen Wandfläche entlang kratzen oder entlang schrabbeln kann. So, unsere Schaukelaufhängung sollte nun sitzen, damit die Belüftung des Kunstwerkes gewährleistet bleibt und ihr die Wand vor Verschmutzungen schützt, haben wir hier diese Schaumstoffplättchen. Die könnt ihr euch ganz einfach selber herstellen. Dazu gibt es die Schaumstoffmeterware im Baumarkt. Da schneidet ihr euch einfach je nach Bedarf kleine Bahnen raus. Und fertigt dann daraus eure Plättchen an, sodass sie immer in etwa gleich groß sind. Wir empfehlen natürlich, diese Plättchen dann doppelt zu nehmen und sie auf die Bildecken des Kunstwerkes zu tackern. Der verhindert, dass die Bildecken oder generell die Bildrückseite an der Wand in irgendeiner Form Striemen hinterlassen kann, entlangkratzt, entlangschrabbelt. Das ist auch dann nützlich, wenn man das Bild aufhängt, weil man dann natürlich irgendwo mit der Ecke anstoßen kann. Und diese Schaumstoffplättchen faltet man am besten, nimmt die doppelt und tackert die zweimal fest an die Bildecken. Das Ganze wiederholen wir natürlich viermal. Und wenn es geht, tackert euch bitte nicht in die Finger. Das ist ziemlich unangenehm. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Wir haben erfolgreich unseren Galeriedraht angebracht, unsere Distanzhalter aus Schaumstoff festgetackert. Und wenn ihr hier am Galeriedraht in der Mitte des Keilrahmens, wenn er gespannt ist, immer einen Abstand von beispielsweise 6 cm einhaltet, das empfehlen wir, könnt ihr später ganz einfach die Bilder alle gleichermaßen auf der Oberkante ausrichten. Und wie das geht, das zeigen wir euch jetzt im nächsten Schritt. Für unseren Aufhängedraht, wo wir nachher das Bild daran aufhängen, mit Hilfe unseres Hookies, brauchen wir natürlich unsere Hookies, eine Pressklemme, das ist dieses kleine, charmante Teil. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen.
eine Crimpzange. Damit wird nachher die Pressklemme gepresst. Und, aber das hat ja wirklich jeder, einen Zollstock. Unseren weiß ummantelten Galeriefarben müssen wir natürlich noch entsprechend modifizieren. Dafür nehmen wir eine Länge von 1,40 Meter. Das ist das Standardmaß. Das ist für Deckenhöhen von 2,40 Meter bis 2,60 Meter. Wenn ihr natürlich extrem hohe Decken habt, müsst ihr entsprechend den Galeriefaden länger machen. Teilweise auf 1,60, auf 1,70, aber da könnt ihr auch an der jeweiligen Decke erstmal abmessen, was ihr da braucht. Der Draht wird dann auf der Länge von 1,40 Meter abgeknipst. Das muss jetzt nicht auf Millimeter genau sein. In ein Ende kommt unsere Pressklemme. Dann macht ihr hier eine kleine Schlaufe. Gerade groß genug, damit diese Schlaufe nachher um einen Schraubenkopf passt. Macht das nicht zu groß, das sieht nicht schön aus. Wenn ihr das habt, überprüft ihr nochmal, ob das auch wirklich alles hier richtig passt. Dann presst ihr mit maximal viel Druck die Klemme zusammen mit Hilfe von unserer Crimpzange. Das war's auch schon. Wenn ihr möchtet, was wir auch oft machen, könnt ihr natürlich die Frontseite der Klemme noch weiß lackieren, damit die sich nicht so von der Wand abhebt. Und zu guter Letzt kommen endlich unsere Hookies zum Einsatz. Der Hookie wird hier, da ist so ein kleines Loch, eine Vorrichtung, wo der Draht reinkommt. Wird der Draht hier eingeführt. Und dann könnt ihr den Hookie nämlich, je nachdem welche Höhe ihr braucht, den spielend leicht auf eure gewünschte Höhe arretieren. Zum Arretieren dreht ihr den hinten einfach fest. Abschließend zeige ich euch jetzt nochmal, wie wir jetzt unseren Draht in den Hookie am Aufhängedraht einhängen. Mit unserem kurzen Tipps und Tricks Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer jetzt noch nicht alles mitbekommen hat, der hat natürlich noch die Möglichkeit, sich die Beschreibung in Textform auf unserer Homepage anzusehen oder hier bei YouTube in der Beschreibung. Wer keine Hookies hat, kann ihn natürlich über unseren Online-Shop beziehen und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns einen Like da lasst. Beim nächsten Mal widmen wir uns dem Thema Galeriedraht. Die kann man ja beispielsweise an eine Galerieschiene hängen oder mit einer Einpunktbohrung befestigen. Und genau das schauen wir uns dann nochmal genauer an. Da freue ich mich drauf. Bis zum nächsten Mal.